Ja, siehst du, Patrick, das müsstest du doch wissen, was der Lebob schreibt. Da, na, 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 na. Ob das auch so... Haben wir einen Etymologen irgendwie hier im Chat, ob das stimmt, was der Lebob überhaupt sagt? Hey, Spark. Oh, der ist ernsthaft nicht aufs Dach gegangen und weil er jetzt gefailt hat, habe ich ein Problem. Wow. Weil der jetzt mit mir hier unten ist. Was Nazi. Das war aber unfassbar fucking knapp jetzt. Boah. Der hat gerade nachgeladen. Er ist ziemlich gut gemoved, aber mein Aim mit der Shotgun ist einfach legendär. Da berichten die Leute schon seit Jahren drüber. Da kann er auch so gut hocken und moven, wie der will. Das trifft. Das trifft. Bam, 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 bam. Es gibt so viel, dass man wissen könnte. Ja, ne? Aber siehst du, Patrick, das ist doch die richtige Einstellung, die zu haben, oder? Wenn man so denkt, oh, man könnte noch so viel mehr wissen und lernen, und dann macht man das. Das sind immer die guten Menschen, ne? Komm hier. This is what I want. Vengards Shotgun-Aim ist der Wahnsinn, das wissen wir doch alle. Ich meine, ich könnte mit einer Shotgun auf 600 Meter Köpfe wegschießen. Wow, hier ist keine Weste und kein Helm. Oh Mann. Ist das doof. Ich würde sagen, RIP. Was ist denn da noch los? Was ist denn das da für eine Zirkusveranstaltung hier vorne? Aus der schießenden Garage, wie so ein Clownsauto. Gleich kommen da so 26 Leute raus. Das hier nehme ich. Komm, jetzt bin ich schon ohne Helm und Weste so weit vorgegangen. Soll sich das auch lohnen? Wo sind die? Hey, Gilly. Oh. Meine Güte, wie kann man denn 5 Hits überleben? Ich glaube, ich habe den einmal ins linke, einmal ins rechte Bein geschossen vorhin. Okay, jetzt habe ich mich natürlich verraten. Und den kann ich sehr wahrscheinlich auch nicht looten. Warte mal. Das Vierer nehme ich auch nochmal mit. Warte mal, habe ich gerade wieder zugemacht, ne? manchmal ist es so, als würde mein Hirn keine Erinnerungen ablegen. Flashen. Boah, wie ich jetzt in 2 C-Gebäuden war und ich habe keinen Helm. Hey, ein neuer Eumel. Das ist doch doof. Guck mal, jetzt ehrlich, Mann, ich habe nicht mal einen Helm. Super Hut und eine Garage. Danke für deinen Sub, mein Freund. Willkommen bei den Eumeln. Merci. Danke, Mann. Super Hut. Das ist irgendwie ein witziger Name, Mann. Superhut. Wie kommt man da drauf? Was ist ein Superhut? Komm, ich muss die Leiche looten oder was wegen des Helmes? Ja, von der Leiche wollte ich eben vermeiden, so gut es geht, Miles, weil sie bestimmt auf den... Oh. Hey! Ich sag doch, das ist eine schlechte Idee. What the fuck? Wie habe ich das überhaupt überlebt? Wie hat er mich nicht gehört? Ich verstehe das gar nicht. What? Was ist geschehen? Siehst du, da aimt nicht nur jemand drauf, da steht sogar einer drauf. Sepp Crow, vielen, vielen Dank, mein Freund, für deinen Sub. Willkommen bei den Eumeln. Merci. Ich danke dir, mein Freund. Ehrlich? Je, das ist ein verfluchter... Oh. Ah!
Bitte, bitte, heil dich! Ich kann nicht hingucken. Denkt er, der kann mit seiner... Boah, steht der da auf einmal vor mir? Mein Herz. Ich musste so hoffen, dass die Heilung da durchgeht. Ich glaube, der Typ wusste nicht, dass da keine Tür ist. Der dachte wahrscheinlich, ich wäre besser weg. Mädchenschrei. Ey, wenn es um mein Leben geht, ist mir das egal. Hauptsache, ich lebe noch, okay? Und kann die Geschichte erzählen von meinem Schrei. Wenigstens überlebe ich solche Sachen. So. Dreier-Scope. I don't really need it. Wir haben ja die SLR. Das ist sexy as fuck. Anuniel, danke für die 9. Vielen, vielen Dank. Merci, merci. Treuer Eumel. Danke, danke. Oh, das ist schon wieder einer. Jedes Mal, wenn ich hier rausgehe, stirbt ein Mensch. Durch meine Hand. Ich ein gefährlicher Mann bin. Ein gefährlicher Mann. Und da ist es vollgemoddet. Toll, toll. Da nehme ich noch das. Schön toll. Das machen wir mal weg. Endlich wieder Internet und gleich mal Eumelt gucken. Okay, da haben wir es. Sonst Sniper-Shit war da nicht, ne? Ah doch, warte, das Extended Mac geht ja jetzt drauf. Ho, seht ihr Leute? Sowas habe ich nicht vergessen. Das ist so wichtig, dass man sich die Scheiße merkt. Okay. Puh, wo fahren wir denn hier hin jetzt? Das sieht fast aus genau wie die letzte Runde von dem Kreis. What? Wir hatten einmal hier, wir hatten da, wir... Doch, ich hatte alle meine Siege heute in demselben Kreis. Und das war dieser, also... Scheiße! Was fährt er denn da unten lang? Mal ehrlich... Oh, jetzt aimt er vor. Nein! Toll, toll, super toll. Schön toll. Danke und mach weiter so. Ich kann nicht hingucken. Sag mir Bescheid. Oh! Oh! Oh, der hat genau den Reifen in dem Moment weggeschossen. Jetzt der von hinten auch noch. Jetzt beide. Oh, was ist denn hier los? Ich werde bekloppt, werde ich hier. Was spinnen die alle? Trick 17. Das war nur, weil ich gesehen habe, dass ich die habe. Soll ich nochmal gucken, ob ich was finde bei dem? Boost, Heilung, Muni. YOLO! YOLO! Oh, 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 oh! Beim Durchscopen. Fuck, ich wusste nicht, dass er... Man sollte niemals nur im selben Tempo lang scouten. Never ever. Und jetzt seht ihr auch, warum. Okay, ich weiß aber nicht genau, auf wen der geschossen hat. Müssen wir mal gucken. Hier ist ein Buggy, aber... Ich glaube nicht, dass da ein Dude ist. Oh, da war ein Drop. Deswegen. Oh, da ist doch was! Ohuhu! Ich habe jetzt extra nicht auf seinen Helm geschossen, weil ich diesen verkackten Dreierhelm wollte. Und dadurch brauchte ich jetzt einen Hit mehr. Das hätte mich fast gekostet, aber ich habe extra nicht auf seinen Kopf geschossen.
Karapapam, pam, rapapam, pam. Warte, wo ist denn seine? Hier. Give it to me now. M249. Nehme ich aber nicht. Nehme ich nicht. Habe ich letztes Mal auch nicht genommen. Parapapam pam. Oh, da sind noch Schüsse. Ich glaube, ich nehme mir gleich hier den Buggy. Ich markiere den mal. Kann ich da nochmal vielleicht einen Kill mitnehmen? Ja, ich wollte da jetzt nicht eine Adrenalinspritze nehmen, Biochrom. Das war ein bisschen zu gefährlich nach den ganzen Schüssen und dem Drop. Wollte ich da jetzt nicht so lange verweilen. Schießt er auf mich oder? Muss jetzt kurz gucken, ey. Wo ist der hin? Wo ist der Typ hin? Warum schießt der nur einmal? Jedes Mal schießt der immer nur so einmal. Aber ich kann den nicht sehen, Alter. Ich schwöre, ich weiß nicht, wo der ist. Hey, Max. Da unten läuft was. Meint ihr, das war der? Oh. Gut, dass der nochmal geguckt hat. Gut, dass der nochmal geguckt hat. Hat er wahrscheinlich meinen Schalli nicht richtig orten können auf der SLR. Denke ich mal. Ryan hier. Ja, das wird auf jeden Fall meine neue Lieblings-DMR. Oder Lieblings-Sniper generell, Mann. Nachdem das die SKS immer war. Die SLR. Ist einfach so gut. Die wird locker noch genervt werden, glaube ich. Die ist schon irgendwie fast zu gut. Jetzt wäre die so ein bisschen OP. Nägel ich doch nicht dran. Ich wollte da dran gehen. Am liebsten würde ich schon rüber gehen, aber da ist erstmal ziemlich viel Fläche. Hey Katze. Der Snyder kommt, glaube ich, nix. Hoffe ich mal. Ja, gut, wahrscheinlich ist da bestimmt noch was hinter mir. Oh, ich habe mich sogar für die richtige Seite entschieden. Krass. Okay. Ja, nice, ey. Das ist ein riesig guter Vorteil gerade für mich. Aber
Aber ich kann ihn nicht so wirklich challengen, weil einfach alles zu offen ist. Toll, toll, super toll. Ich kann in diesem scheiß Kreis gar keinen vernünftigen Kills holen, Mann. Schön toll. Weil ich mich einfach immer, wenn ich jetzt da challengen will, das ist ein riesen Nachteil für mich, da so offen. Fuck, Mann. Das ist jetzt so ein Gammelkreis. Ich kann nicht wirklich Kills machen, außer ich gehe in eine richtig scheiß dumme Posis. Holy fuck. Holy fuck, Leute. Holy shit, wir waren heute schon so oft fast tot. Katzenlady, danke für die 4 Monate, Eumelinchen. Merci. Merci. Oh Gott, ey. Das ist einfach über die Brücke. Wisst ihr, warum ich nicht mit dem gerechnet hab, Mann? Der kam von hier, so als wäre der einfach über die Brücke gelaufen. Ich dachte mir so, niemand wird einfach über die fucking Brücke laufen können. Vielleicht ist er durchgeschwommen, aber ich hab da deswegen einfach nicht mit gerechnet. Ins Kornfeld legen schon mal, ja, ne? Ich guck mal, ob seine Weste noch gut ist. Nee, also gar nicht. Meine halt leider auch gar nicht. Fuck. Jetzt schon Gender. Könnte es gut sein, dass hier noch was hinten so lang kommt, aber das ist halt, was ich meine. Dann bin ich nachher überall offen. Ich habe nur scheiß Position, wenn ich Kills machen will hier. Alter, was haben die Leute für Namen auf diesem Server, Mann? Was ist mit denen? Aber das ist, was ich meine. Man kann diese Waffe einfach super leicht modden. Die macht viel Schaden. Die Waffe ist schon fast wirklich OP. Aber der hat mich nicht gesehen. Sehr gut. Ich lasse den näher rankommen. Ernsthaft? Der bewegt sich nicht mehr und dann treffe ich nicht mehr. Aber was war denn jetzt mit dem los? Was war denn das jetzt? Bleibt der da so stehen und dreht sich? Diese Waffe tötet halt immer beim dritten Schuss so. Super toll. Und das ist für so eine Waffe schon echt krass. An der Waffe ist ja nichts selten. Die Waffe ist im Moment noch nicht selten. Wahrscheinlich wird die selten sein. Aber die Attachments sind nicht selten. So, die Muni nicht, weißt du? Die Waffe ist einfach nur extrem. Oh, ich stehe gut. Ja, der wusste nicht, wohin vom Schalli. Aber also da so zu stehen und sich zu drehen, war einfach nicht gut. Ich hätte irgendwie versuchen müssen, noch irgendwie zu moven. Der wusste aber natürlich, dass es das war wahrscheinlich. Also, wenn du auf so einem offenen Feld dann angesniped wirst und du weißt nicht mal von wo, du hast keine Deckung, ist eh vorbei. Wusste der wahrscheinlich. Da läuft vielleicht noch mal einer gleich drüber. Ich habe vorhin schon mal 4 gebraucht. Ja, dann habe ich scheiße getroffen. Ich liebe diese Waffe. Diese SLR ist schon ein bisschen übertrieben. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier alles später SLR-only wird, ey. SLR-Abuse. Ein Head, 2 Body, 1 Bein. Ja, meinst du? Ja gut, aber wir müssen uns nicht darüber streiten, dass diese Waffe ziemlich gut ist, oder? Ich denke mal, meine Aussage ist trotzdem berechtigt. Oh, das war's jetzt. Wenn ich Pech hab. Ich hab keinen Helm mehr.
kann unter den Zaun gucken, aber... Und ich brauche unbedingt diesen Helm. Unbedingt. Die Leiche hinten, neuer Dreierhelm. Die hier hat er ein. Was? Das ist ein einer Helm. What the fuck, Chat? Trade this beans for their bra. Bitte verlier. Wow, Chat, ey. Wow, seid ihr Assi. Ich dachte, wir sind Freunde. Ich dachte, wir wären Freunde. Ja, der Chat hat immer die besten Callouts. Boah, ich dachte mir schon auch so, hä, der hatte 9-3er, warum habe ich mir den dann anfangs nicht genommen, habe ich mir noch so gedacht. Boah, das ist eine richtige Scheiß-Posi, wenn ich den attackieren will. Außer ich könnte das von hier unten schaffen. Aber geht nicht, weil er genau da in der Ecke ist. Schade, Mann. Das wäre so ein geiler Winkel. Alter, habe ich mir diese... Tankstelle gut ausgesucht, Alter. Der hat einen Dreierhelm. Wenn der da stehen kann, dann kann ich da auch stehen, oder? Ich meine, er konnte letztendlich nicht, weil ich da war, aber... Oh yes, baby. Oh, baby. Okay. Es könnte sein, dass der Dude hier unten lang schwimmt, ey. Das wäre Abfuck. Ich habe 100% was schleichen hören. Ich habe da doch 100% was schleichen hören, oder? Dachte ich zumindest. Wenn er da irgendwo hochgeschwommen ist, dann kann er noch von der einzigen Stelle kommen. Aber ich kann das nicht kontrollieren. Sonst wüsste ich halt, ich bin hier hinten auf jeden Fall gleich sicher, so wenn der Kreis da ist. Jetzt weiß ich nicht, ob die ganze Zeit da unten einer gammelt. Voll doof. Oh. Wie so ein Erdmännchen. Wie der da jetzt wie so ein Erdmännchen stand auf einmal. Der Nate war sogar ganz gut. Aber ich muss jetzt gleich einfach ohne Deckung vorne. Boah, fuck, und ich habe keine Smokes. Kack, ich habe keine Smoke. Das ist halt einfach für mich auf der Straße. Im Nix so. Und die greifen sich da hinten nicht an. Das heißt, irgendeiner muss hier hocken. Irgendeiner muss da sein. Warum sollten die sich nicht angreifen? Irgendeiner ist im Wasser oder da einfach nur. Unter der Brücke vielleicht. Wenn er unter der Brücke ist, bin ich aber relativ safe. Da kommt er dann jetzt wahrscheinlich nicht mehr raus, oder? Kann er theoretisch noch da. Aber es kann sein, dass der da einfach nur rumschimmelt und dann ist das eigentlich nur mein Gegner und ich muss auf nichts weiteres achten. Kilrano, danke für das Jahr Treue. 12 Monate. Holy moly, Macaroni.
Danke dir, Kilrano. Eumelfist hier. Gefährlicher Eumelfist. Ja, was mache ich denn jetzt? Oh, das mache ich jetzt. Bam, what up, Biatches? Boah, ist das toll, ein Eumel zu sein. So wird das gemacht. So und nicht anders. Meine Güte. Man sollte diesem Kanal wirklich folgen. Das ist ja krass hier. Wow. Verarscht, das ist ein Techno-Video wert. Hört doch auf! Hört doch auf! Hört auf! Hört auf! Danke, Leute. Danke. Hört auf. Ich bin Vanguard. Ich bin Vanguard. Und ich stream auf Twitch. Ja, danke. Hört auf. Hört auf. So, das ist für euch. Das ist für euch, werte Freunde. Das ist für euch. Ey, hab ich nicht noch gesagt, als ich diese Runde vorhin noch am Buggy war, hab ich da nicht noch gesagt, Leute, wir hatten heute bei unseren Chicken, bei allen unseren Chicken diesen Kreis. Ich glaube, ich gewinne den wieder. Und zack, ich habe den wieder gewonnen. Ist euch das mal aufgefallen? Immer bei diesem gleichen Erstkreis da oder Zweitkreis. Wow, ne? Wow. Wir haben bisher jede Runde verloren, die so war. Gewonnen.